für ein Bullshit! Hey Leute, ich bin der Martin und herzlich willkommen zurück zum Agostrello Superstar. Halbfinal. Wir sind im Halbfinal. Ihr schon richtig harte Nippel, so fest freue ich mich auf das verdammte Game. Es wird gut, es wird episch, ich brauche gar nicht viel zu sagen, ihr wisst, wie es läuft. Halbfinal, los! Zum Team muss ich auch nicht viel sagen, wir legen einfach gerade sofort los. Der Klaus ist selbstverständlich auch wieder am Start, er wird uns heute wieder Glück bringen. Was? Keine Gegner? Was weiß ich, wie viele Leute spielen FIFA und ich finde einfach keine Gegner. Gib mir einen Gegner. Gib mir bitte einen Gegner. Ich brauche einen Gegner. Ich will einen Gegner haben. Ich will endlich FIFA spielen. Ich habe auch nicht so lange Zeit. Von dem her, mach bitte vorwärts. Mach doch endlich vorwärts. Find einen Gegner. Was? Keine Gegner! Es hat doch noch nicht alle FIFA 16 jetzt schon. Es hat noch genug Leute, die FIFA 15 spielen. Ey, das ist ja noch schlimmer, als wenn ich eine Freundin suche. Das gibt's doch verdammt nochmal nicht. Endlich haben wir einen gefunden, den FC Breit. Das Team sieht verdammt gut aus, aber ist mir scheißegal, wenigstens haben wir einen Gegner gefunden. Ey, ich freue mich so abartig. Bleibe dann am Diego Costa dran. Jungs, was macht ihr schon wieder? Ich sehe es schon kommen. Das ist so wirklich so einer, der so wieder so eine verdammte Pace-Hure ist. Könntest du bitte den Ball nehmen? Was ist das für ein verdammter Shit? Und was kommt da für ein Wichser online? Schau mal, das ist genau wie das Problem. Die anderen sind am Rumblödeln. Komm jetzt, Marco. Dribble Skills, mach das Goal, Marco, mach doch das Goal! Ja, hau. Jo, sicher, das hätte gerade noch gefehlt, dass der reingeht. Neymar, das ist doch kein Ballannahme! Du bist ein Weltfußballer! Ich bin so scheiße nervös, ich habe das Gefühl, ich kann nicht einmal mehr richtig kommentieren und ich kann vor allem nicht mehr richtig spielen. Was mache ich denn? Oh Gott, danke vielmals, lieber Sergio Ramos. Unglaublich, wie toll der gerade spielt. Komm, Bale. Fuss, Bruder! Der setzt mich so unter Druck. Das ist unglaublich. Der ist immer irgendwo. Gerade sofort mit zwei Spielern. Komm, Martin, das darf nicht sein. Das darfst du nicht bringen. Ey, aber wirklich? Wirklich? Was ist das für ein verdammter Hurenscheiß? Fuck, hast du das gesehen? Schau sie mal an, ich verteidige es wunderschön und dann so einen verfickten Bullshit, Mann! Alter! Ich muss jetzt den Anschlusstreffer machen. Einfach einen schönen Anschlusstreffer und dann kommt das gut. Ich bin so hurenhassig! Logisch! Selbstverständlich! Klar, logisch! Fuck, Mann! Disrespect your surroundings! Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. So, nachdem dass ich mich jetzt ein bisschen beruhigt habe ich noch ein paar Sachen zu sagen. Zuallererst mal, was für ein verficktes Game. Ich bin heiser vom Schreien. Es regt mich so unglaublich auf. Zweitens, wollte ich mich herzlich bedanken dafür, dass ihr bei dieser Serie dabei gewesen seid. Das wäre jetzt das Finale gewesen, es ist fertig. Es ist einfach alles in Schall und Rauch aufgegangen. Wir hatten keine Chance gehabt. Fuck, Mann! Jetzt reg ich mich schon wieder auf. Was ich will sagen, merci vielmals fürs Zuschauen und fürs dabei sein und für alles drum und dran, für die ganzen Kommentare. Es hat echt Spass gemacht, die Serie. Drittens, als nächstes ist natürlich FIFA 16 dran. Leider nicht mit dem Marco. Er ist effektiv nicht mehr dabei, gar nicht mehr im Spiel drinnen. Aber ich habe einen richtig, richtig guten Ersatz gefunden. Schlussendlich wird es dann auch ein bisschen ein anderer Spielmodus sein, aber Veränderung muss nicht immer heissen, dass es schlecht ist. Ich will auch gar nicht allzu viel verraten jetzt. Ihr werdet ja sehen, was auf euch zukommt. Aber auf alle Fälle, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss! Lach nicht so beschissen. Schau, es bleibt immer hängen da mit seinen fetten Wurstfingern.
Was soll das eigentlich? Du musst gar nicht lachen. Der hat so beschissene Wurstfinger, der Fetzer. Yes, du hast es geschafft. Ja, beruhig dich. Hey, ich habe keine Geduld mehr vor. Das braucht so viel Präzisionsarbeit. Ich komme nicht mehr raus. Hast du irgendeine Idee? Sehst du irgendeine Möglichkeit? Ah, schau mal, aber 10 kommen im Fall so aus. Hast du gesehen? Ja, der stirbt. Nein. Ja, gut, aber wie kriegen wir die 10 denn rein?